Und diese 90 Minuten gibt's für Sie in 90 Sekunden. Servus aus der Rosenau. Der FCA empfängt den FCI, der mächtig unter Druck steht. Erst ein Sieg in dieser Saison und noch kein Auswärtsdreier verbucht. Der Knaller zu Spielbeginn, aber durch die Gastgeber in Weiß. Vierte Minute, Julian Günther Schmidt glänzte, aber sowas von. Schickes Solo, aber auch eine schicke Parade von Ingolstadt-Keeper Fabian Buntic. Das ist auch das einzige Highlight in Hälfte 1, da musste mehr kommen. Aber was? FCI-Coach Stefan Leitl hatte eine Idee. Christoph Fenninger wurde eingewechselt und vier Minuten später, Achtung, bäm, so machst du das als Joker. Und das geht hier bei Thorsten Niklas schon super los. Andreas Buchner und Führungstor Fenninger, das 1:0 für Ingolstadt. Negativer Höhepunkt der Partie, diese Szene in der 61. Minute. Torschütze Fenninger nur durch eine Notbremse zu stoppen. Schiri Christoph Schmarzmann zeigt Kapitän Jonathan Scherzer folgerichtig rot. Fortan die Gastgeber zwar in Unterzahl, aber trotzdem unermüdlich am Ackern und das wurde belohnt. Die 80. Minute, Freistoß Augsburg und bitteschön, Julian Günther Schmidt macht seinen Treffer noch. Sein sechstes Saisontor besiegelt das 1:1. Für den FCA geht das okay, nicht so für den FCI, der hier eine Riesenchance auf den ersten Auswärtssieg der Saison vergibt.